Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem Tagesimpuls für heute, für Donnerstag, den 23. Juli 2020. Heute sind die Drachenbotschaften wieder dran. Entscheide dich für eine Karte oder für zwei oder für alle drei Botschaften, so wie du es gerade fühlst und wie es gerade heute auch für dich passt. Da sei bloß nicht mit dem Gedanken, dass du egoistisch bist, dabei, sondern wähle gerne zwei oder drei Botschaften, denn die tun dir dann auch heute auch gut und die sollen dann auch heute so sein. Gut, dann starte ich mit dem ersten Drache, mit der ersten Drachenbotschaft. Oh, wie schön, da haben wir den Regenbogendrachen. Regenbogendrache bringt dein Freudensprung, der neuen Türen öffnet. Vertraue, entdecke die Weisheit neu. Erwarte Wunder, ergreife Gelegenheiten. Wow. Ja, der Regenbogendrache, der Regenbogen ist ja immer voller Farben. Und ich finde immer so, es ist ja immer so ein Zwischenspiel zwischen Sonne und Regen. Und ja, heute vielleicht ist deine Stimmung so, dass sie mal so ist. Aber das ist egal, weil letztendlich, was nachher zählt, ist ja, ja die Klarheit. Und nach dem Regen und der Sonne, und wenn der Regenbogen dazwischen ist, dann bleibt ja die Sonne. Und die bringt dir heute diesen Freudensprung und öffnet dir neue Türen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ne? Sei da heute mal ganz wachsam und aufmerksam und schau einfach, was dir geboten wird. Wo kannst du vielleicht zugreifen? Was kannst du neu anfangen? Was kannst du dir nochmal auch nehmen? Was steht dir zu? Und hier steht so schön, vertraue, entdecke die Weisheit neu, erwarte Wunder, ergreife Gelegenheiten. Ja. Mach das wirklich, wenn du irgendwo ein kleines Lichtlein siehst, einen kleinen Schimmerblick, eine kleine Hoffnung für etwas, dann ist das dieser Impuls und das soll dir zeigen, heute ist genau der Tag für diese Gelegenheit und ergreife dann auch die Gelegenheit und nimm das Schöne dann auch an, weil wie gesagt, nach dem Regen und in der Kombi mit der Sonne kommt der Regenbogen und der bringt uns ganz, ganz viel Licht und auch Liebe, habe ich gerade auch so direkt im Kopf. Deswegen genieß diesen Freudensprung und dieses in Anführungsstrichen auch Erwachen und lass die Türen dann sozusagen auf oder geh hindurch und schau einfach, was dahinter ist. Ganz, ganz wichtige Botschaft für heute. So, und der zweite Drache, wen haben wir da? Oh, da haben wir den Silberdrachen. Beleuchtet dein Potenzial mit höherem Licht. Nutze bisher ungenutzte Ressourcen. Schau in deine Seele. Erkenne höhere Möglichkeiten. Und ich habe gerade bei der ersten Karte von Wachsamsein gesprochen. Und hier sage ich es jetzt auch nochmal. Schau in dich wirklich hinein, schau noch, was gelebt werden möchte. Schau deine Potenziale an, mach nichts klein, mach nichts runter, sondern lass es raus. Und das sind alles Ressourcen, die in uns schlummern, die wir so schön anwenden können, Tag für Tag, in so vielen Situationen, die uns wirklich wachsen lassen, die uns ganz viel Freude bringen können und die auch vielleicht auch anderen, also nicht nur vielleicht, sondern anderen ganz oft auch Freude und wieder Glück bringen. Weil man teilt es auch, wenn man Ressourcen auch nach außen lebt, ist man halt im doppelten Glück. Ne? Man ist selber glücklich und kann auch jemand anders von dem Glück noch mit teilhaben lassen. Und diese Potenziale versucht er heute mal wirklich etwas, ja, ich sag mal so, über den Tellerrand zu schauen. Was ist noch in dir, was raus möchte? Was hast du noch für Optionen? Was hast du noch für neue Wege, die in deinem Kopf sind, die in deinem Herzen sind, die du wirklich nach außen bringen willst und auch solltest? Weil das ist der Drache, der gibt dir heute das Signal dafür. Weil heute kannst du vielleicht auch mal einen kleinen Schritt damit nach vorne machen und das ausleben, was noch wirklich raus möchte in dir. So, und die dritte Botschaft, was haben wir da? Oh, da haben wir auch so einen blauen Drachen. Ich lese gleich vor, ich zeige euch wie immer erst die Karte. Dunkelblau galaktischer Drache, hilf dir, auf die Stimme des Universums zu hören. Zünde die Codes deiner Meister-Blaupause, greife auf kosmische Weisheit zu dir und trete deinen höheren Dienst an. Das muss ich nochmal lesen, die Karte hatte ich noch nie. Das hat sich jetzt gerade so unstimmig angehört. So, nochmal. Dunkelblau galaktischer Drache, hilf dir, auf die Stimme des Universums zu hören. Zünde die Codes deiner Meisterblaupause. Greife auf die kosmische Weisheit zu und trete deinen höheren Dienst an. Wow.
Da muss man erstmal so auf der Zunge zergehen lassen, deswegen musste ich es auch nochmal lesen. Ja, also ich finde das ganz spannend, weil so Meisterblaupause, das ist ja das auch, was wirklich ja, in uns drin ist, was raus möchte, was wir schon in unserem Inneren sozusagen von Anfang an kodiert haben, was aber einfach entweder umprogrammiert werden möchte, weil es vielleicht Glaubenssätze auch sind, die uns manchmal auch mal hindern an den neuen Wegen oder an Veränderungen. Und das ist heute so, also deswegen finde ich auch so ganz spannend, kosmische Weisheit auch. Also das ist heute wirklich etwas sehr Spirituelles und etwas, ja, wirklich Höheres, würde ich das jetzt mal nennen. Und schau da einfach mal hin. Das ist wahrscheinlich, da gehört ganz viel Intuition und ganz viel Empathie auch für sich selbst dazu. Aber schau einfach mal, ob es irgendetwas gibt, was dich stört, vielleicht was dich hindert, was dich oft zweifeln lässt. Und schau es dir intensiver an und schau es dir wirklich mal von der anderen Seite an, ob du da etwas auch in Anführungsstrichen umprogrammieren kannst. Diese Codes, die wir mitbekommen haben, ja, das sind halt wirklich programmierte Codes, die unser Leben oftmals auch durch Glaubenssätze, durch Erfahrungen, durch Situationen, durch Ängste, durch unglückliche Momente auch wirklich dann festgenagelt haben oder auch festnageln lassen. Aber wir können die umprogrammieren, wenn wir dran arbeiten. Und das ist heute, ich finde, das ist sehr wertvoll, dieser Impuls. Und der geht schon sehr, sehr tief. Also da solltest du ganz schön tiefgründig heute mal ein bisschen kramen auch und schauen, was man da vielleicht noch in andere Wege umleiten, verändern und umkodieren, umprogrammieren kann. Also wirklich sehr, sehr spannend. Diese Karte hatte ich selber auch noch nie gezogen und die werde ich gleich auch nochmal für mich nochmal alleine durchlesen und auch nochmal auf mich wirken lassen. Naja, ihr Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz, ganz tollen Donnerstag. Habt einen schönen Tag, nicht zu stressig, gönnt euch was Schönes. Ich drücke euch ganz fest und freue mich, wenn wir uns morgen am Freitag hier wieder hören. Bis dann. Tschüss.